Sag mir, wer ist Brian Coughlin? Brian Coughlin ist ein 24-jähriger deutscher Innenverteidiger, der aus Magdeburg nach Venlo gewechselt ist. Und warum hast du dich für VVV Venlo entschieden? Weil ich gute Gespräche mit dem Trainer hatte und ich ihn auch schon kenne aus einer früheren Station bei St. Pauli und mir das Projekt Venlo gut gefällt. Du hast in deinem Karriere bereits mit Trainer Jos Luhukay zusammengearbeitet. Wie war das? Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das war, aber es war bei Pauli und er hat mir auch die Chance gegeben zu spielen. Ich war da noch relativ jung und habe nur 2 Spiele gemacht und deswegen habe ich mich dann im Endeffekt auch entschieden, einen Schritt zurück in die dritte Liga zu machen, um mehr Spielzeit zu sammeln. Aber die Zusammenarbeit mit Jos Luhukay hat mir gut gefallen. Und was hat er dich erzählt über das neue Saison und über deine Position? Ja, er hat mir vorgestellt, wie er spielen will. Eigentlich generell alles, Trainingswoche, die Spielplan, was für Jungs er holen will. Und ja, dass ich mit meinen 24 Jahren ja schon ein paar Spiele gemacht habe und deshalb zu den etwas erfahrenen Spielern dazu zähle. Und ja. VfL Venlo hat in den letzten Jahren viele deutsche Spieler in der ersten Mannschaft. Ist der Verein in Deutschland bekannt? Also wenn ich ehrlich bin, habe ich vorher noch nicht so viel gehört, aber ich kannte zum Beispiel Richard Neudecker und ich habe mich mit ihm ein bisschen darüber ausgetauscht. Und also ich denke schon, dass viele Deutsche den Verein kennen. Ja. Was sagte er? Was sagte Richard? Ja, er hat mir eigentlich vieles Positives erzählt, dass es halt nah an Deutschland ist. Man kann in Deutschland wohnen bleiben und er hat nur Positives erzählt. Okay. Möchtest du die Fans noch etwas sagen, Brian? Ja, ich hoffe, dass wir eine gute Saison spielen werden und viel Freude den Fans bereiten werden. Und darauf am Sonntag, dass wir gut starten werden in die Saison. Danke sehr, Brian, und viel Erfolg. Dankeschön.